Ja, es soll jetzt darum gehen, die Teilermenge von 24 herauszufinden. Wie fängt man da an? Ja, bitte? Mit der 1, der 2... Stopp, mit der 1. Die 1 ist Teiler von jeder natürlichen Zahl. So, und ich empfehle dringend, nicht anfangen, die Teilermenge aufzuzählen, weil wenn man das macht, vergisst man einen. Und zur 1 gibt es einen sogenannten Gegenteiler. Wie heißt der Gegenteiler der 1? Ja. 24. Wie kommt man auf die 24? Ja? Weil die Zahl ist ja 24 und man kann 24 durch 24 teilen. Ja, also eigentlich teilt man 24 durch 1. Ja, also das heißt, wir haben den einen Teiler gefunden, dann teilen wir 24 durch 1 und haben einen weiteren Teiler. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teiler. Zum nächsten, ja? 2. So, das heißt, ich habe jetzt die 2 und schreibe gleich den Gegenteiler mit auf. Letzte Reihe, bitte. 12. Weil 24 durch 2 12 ist. So, jetzt der nächste Teiler. Die kleinen kriegt man in der Regel relativ schnell in den Griff, die großen aber nicht, ja? Ja. Empfehle ich nicht. Es ist nicht falsch, aber ich empfehle es nicht, ja? 3 und 8. Jo, die 3 ist, weil also wie gesagt, die kleinen Teiler kriegt man in den Griff und wenn ich dann zu große Schritte mache, dann geht's nicht. So, und jetzt 24 durch 3 ist 8. Das stimmt. Nächster, ja? Also noch 4 und 6. Ja, erst die 4. So, das ist die 4, die wir schon hatten. 24 durch 4 ist 6 und zack, haben wir die Teilermenge aufgeschrieben. Ja, so funktioniert das. Fragen, ja?